Oh yeah. Geiles Schwertchen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich, Zeig mir deine Waren. Boah. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. 2500. Nur für den Helm. Der hat 6, also plus 3. Was ist denn plus 3, Mann? Zehntausend, Alter. Ich fass es nicht. Jägerhose? Ich habe auch nur eine dämliche Jägerhose. Wieso eigentlich? Wie machen wir das denn jetzt am besten? Schrott und eine Hose. Ich möchte jetzt von dem... Den Helm will ich noch gar nicht. Ich nehme die Hose, ja? Ich nehme mal die schlechte Hose. Zeig mir deine Waren. Und ich verkaufe... Die Jägerhose. So, und dann ziehe ich die mal an. Gucken wir mal, wie das aussieht. Na, toll. Ganz toll. Nicht unbedingt so sonderlich prickelig. Verschwinde, ich habe zu tun. Okay. Der möchte mir keine Aufträge geben. Dann, klapper ich mal die anderen ab, würde ich sagen. Immer als erstes mal zu Chloe. Nicht wahr sein. Wo hast du die 10.000 Splitter herbekommen? Ist das dein Ernst? Hä? Das kann man sehen, wie man will. Sie haben die keine Aufgaben. Was ist hier los? Verstehe ich nicht. Geh nochmal zum Müllbaron. Hat der noch irgendwas für mich? Hör mal. Der hat auch nichts mehr? Was? Der ist aber schon ein bisschen öde, ne? Tausend Splitter, ey. Ich weiß auch nicht. Warte mal, ich gehe nochmal zu ihm. Vielleicht muss ich den ja nochmal anquatschen. Ach so. Was muss ich tun, um noch weiter aufzusteigen? Mach mal halblang. Du wurdest doch gerade erst befördert. Du kannst es wirklich nicht abwarten, was? Ich will endlich eine Rüstung wie deine. Ich will endlich eine Rüstung wie deine. Dafür wirst du dich beweisen müssen. Und selbst dann überlege ich mir ganz genau, ob du so eine Rüstung bekommst. Sie sind nur den Mächtigsten im Fort vorbehalten.
Vermutlich wirst du dich mit einer schwächeren Version begnügen müssen. Also gut, du kennst das Spiel. Ich will alle Stimmen der Hauptmänner haben. Dann darfst du in den Rang eines Vollstreckers aufsteigen. Aber diesmal wird es schwieriger. Du hast andere Mitbewerber, gegen die du dich durchsetzen musst. Mhm. Du wirst beweisen müssen, dass du ein erfahrenerer Kämpfer bist als sie. Komm wieder zu mir, wenn du das geschafft hast und die Stimmen der Hauptmänner für dich gewonnen hast. Gut, Mission Machtausbau. Dann, hätte ich doch nochmal mit ihm quatschen müssen. Naja, habe ich es doch fast geahnt. Wenn nur die Hälfte davon stimmt. Dann gehen wir jetzt nochmal. Ja, wenn die Hälfte davon stimmt, dann nimm mich doch. So. Ich möchte Vollstrecker werden. Und dafür möchtest du jetzt meine Stimme haben? Ja, was denn sonst? Ich dachte, ich informiere dich einfach über meine Pläne. Ja, ich brauche deine Stimme. Wenn du sie dir verdienen willst, wirst du dir runterwürgen, was ich dir auftische. Verstanden? Ja, hau rein. Ich habe da eine Kleinigkeit in Arbeit, bei der ich einen weiteren starken Arm gut gebrauchen könnte. Ja, einer meiner besten Vollstrecker ist gerade dabei, den Waldnymphen aus Edan einen Einlauf zu verpassen. Was, den Waldnymphen? Wenn du meine Stimme willst, dann wirst du ihm dabei helfen. Okay. Mit wem soll ich mich treffen? Striker ist sein Name. Er führt den Angriff auf die Berserker. Und wenn du darauf hörst, was er dir zu sagen hat, dann überlebst du die Nummer vielleicht auch. Mhm. Wo soll ich mich treffen? Wenn du von hier aus Richtung Westen siehst, dann kannst du dieses riesige Gerüst aus der alten Welt sehen. Rechts daneben ist ein kleiner Wasserfall und eine Talsenke vor dem Wasserfall. Dort warten meine Jungs. Okay. Ich werde deinem Mann helfen. Gut, gut. Also triff dich mit Striker und sage ihm, dass du der Letzte bist. Er kann den Angriff starten. Den Berserkern werden wir zeigen, was es bedeutet, sich unseren Zugang nach Edan unter den Nagel zu reißen. Irgendwie brauchen wir doch einen Weg, um unsere Stims an sie verticken zu können. Alles klar. Wird gemacht. So, dann gucken wir mal, was die Chloe zu sagen hat. Dieses ewige Hin- und Her-Renne nervt. Da ich mich da nicht überall hinbeamen kann, ist ja ein paar mehr von den Portalen wären schon nicht schlecht. Hör doch auf. Oh nein. Du bist doch sicher hier, weil du zum Vollstrecker ernannt werden willst. Ich habe schon zwei deiner Konkurrenten meine Zustimmung ausgesprochen. Mehr gibt's nicht. Wenn du aber wieder ein paar Flaschen für mich sammeln willst. Ich bin kein Läufer mehr. Ja, ja, schon gut. Ich habe ja selber dafür gesorgt, dass du nicht mehr im Dreck wühlen musst. Wenn du so dringend auf meine Stimme angewiesen bist, dann sehe ich nur eine Möglichkeit. Drei Typen schulden mir noch einen Haufen Splitter, aber meine Schläger haben es bisher nicht geschafft, ihnen die Taschen zu leeren. Mhm. Damit nicht jeder denkt, dass er sich bei mir umsonst volllaufen lassen kann, wirst du sie an ihre Zeche erinnern. Alles klar. Wenn du dich weigerst, gibt es nichts, was ich für dich tun kann. Also entscheide selbst. Na klar. Wegen meiner Ernennung zum Vollstrecker. Wer schuldet dir etwas? Mein unnützes Personal hat sich die Visagen nicht genau eingeprägt. Alles, was ich weiß, ist, dass es wohl ein paar abtrünnige Berserker sind, die jetzt für uns kämpfen wollen. Wenn sie also ihre stinkigen Fetzen gegen vernünftige Kleidung eingetauscht haben, wird es fast unmöglich, sie aufzuspüren. Aber wenn nicht, naja, halte einfach im Fort nach ein paar Kerlen Ausschau, die Berserkerkleidung tragen. Okay. Wir sehen uns später. Das ist sein Problem. Hier im Fort laufen welche rum, die Berserkerkleidung tragen? Das wäre mir aber neu. So. Ja, ich halte mal Ausschau, ob hier einer Berserkerkleidung trägt. Hallo? Bei Ness, die müssen wir auch noch vorbeischauen. Die Alte will auch noch was von uns. Da, hier, was seid ihr denn?
Nee. Nee. Die sehen nicht wie Berserker aus. Wo soll denn hier jemand seine Berserkerkleidung anhat? Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Die wäre mir doch aufgefallen. Sag mal, wie lange brennt denn das hier? Was haben die benutzt? Was waren da drinnen, sag mal? Was das so lange brennt? Termit? Ich brauche deine Stimme, um in den Rang eines Vollstreckers aufsteigen zu dürfen. Wie versprochen, gebe ich dir meine Stimme. Immerhin haben wir eine Menge zusammen durchgemacht. Was? Du gibst mir deine Stimme. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Du kennst mich langsam, was? So leid es mir tut, es gibt tatsächlich einen Haken. Mit dir gibt es noch zwei weitere Bewerber für die Stelle. Aaron und Smoke sind ihre Namen. Aha. Beide sind gerade von einem langen Außeneinsatz zurückgekehrt und hätten sich die Stelle verdient. Aber glaub mal nicht, dass der alte Rat nicht schon eine Idee hätte. Du musst sie besiegen. Ich werde sie in der Arena bekämpfen, wenn es sein muss. Alles klar. Gute Entscheidung. Geh zu ihnen und fordere sie zu einem Arena-Kampf heraus. Aber denk dran, du darfst nicht verlieren. Sonst wird es sehr schwer, dich als Top-Kandidat für den Posten aufzustellen. Also dann, viel Glück. Alles klar. Ich habe nicht noch irgendwie einen Punkt, oder? Nö. Gut, dann weiß ich ja, was meine Aufgaben sind. Und dann gehen wir noch mal kurz zu Nesty. Und dann... Wo ist sie denn? Nesty? Wo war sie denn? Hey, wo war die alte nochmal? Mann, ich hab's schon wieder... Die war doch hier irgendwo. Hey. Die war doch ganz in der Nähe vom Du. Sag mal, wo war denn die Schabracke? Ach hier, da war sie. Okay, Freundchen, es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Na klar. Ich bin bereit, worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Ach, jetzt geht das wieder raus. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Mhm. Komm mit. Na toll. Willst du mich verarschen? Alter. Da ist er. El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Alter, was? Ich weiß nicht, ob das um die... Das Scheißvieh sucht Ärger! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Nicht dein Ernst. Wir machen das später. Wir machen das viel später. Alter Falter. Die ist doch bescheuert, Mann.
Wir machen das viel später. Nein, ich werde es... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Was ist das für ein Endboss, ey? Das kann doch nicht sein. Das nervt. Ach, guck mal. Wie soll das alles sein? Du bist doch sicher hier, um dich mit mir zu messen. Aber bei meinen Muskeln sehe ich kein Land für dich. Ein gut platzierter Kinnhaken, eine schnell geführte Rechte und du zählst die Sterne. Zähl du besser auf, wem du alles deine Splitter schuldest. Wenn jemand meine Splitter will, fängt er sich ein paar. Also suchst du besser das Weite, bevor meine Faust die Verhandlungen übernimmt. Soll mich das irgendwie beeindrucken? Das sollte es. Aber du kapierst den Ernst der Lage nicht. Du hörst mir jetzt besser ganz genau zu. Wer mir versucht, ans Bein zu pinkeln, der findet sich in einer Grube wieder. Wenn du es also noch einmal wagst, mir mein Eigentum abschwatzen zu wollen, bist du ein toter Mann. Also verschwinde ganz schnell und sprich mich nie wieder darauf an. Gib mir die Splitter, die du Chloe schuldest. Ich muss dir wohl deine wertlosen Ohren abschneiden, denn du hörst mir offensichtlich eh nicht zu. Für eine weitere Warnung ist es jetzt zu spät. Friss meinen Stahl! Dich hole ich mir! Ist das nicht so leichtgläubig? Komm mal her. Ich hau dir mal ordentlich aufs Maul. Du bist doch verrückt. Na, das ging aber schnell. Ist es wirklich zu spät jetzt? Ich weiß, von wem du redest. Ein handgemachter Beutel. So kann das doch nicht weitergehen. So, war's das oder gibt's noch mehr von denen? Hier wird man dauernd angebaggert. Ich guck mal. Muss ich deutlicher werden? Ach, da gibt's noch zwei, okay. Ich kenne den Typen nicht. Ah. Ach du Scheiße. So nicht. Nee, so... Ja, ich glaube schon. Rückeroberung, da muss ich wohin? Ah ja, so gut. Und ich kenne den Typen nicht. Wie soll das alles nur enden? So eine irre Ziege. Ich speichere mal. Ja, ich glaube schon. So. Ich habe schon von dir gehört. Oh, shit. Du willst Vollstrecker werden, aber du kommst zu spät. Der Posten ist mir vorbestimmt. Soweit ich weiß, ist das noch nicht entschieden. Es liegt auf der Hand, dass weder du noch andere Anwärter den Hauch einer Chance haben. Ich habe jahrelang dafür gesorgt, dass sich der Reichtum des Dukes stetig vermehrt. Du kannst nichts dergleichen vorweisen. Ich bezweifle sogar, dass du überhaupt mit einer Waffe umgehen kannst. Willst du es darauf ankommen lassen? Ich habe nicht vor, meine Zeit an einen Typen zu verschwenden, der durch Zufall die richtigen Ärsche geleckt hat. Wenn ich mich wirklich auf deine Stufe hinablassen soll, wirst du mich dafür bezahlen, wie jeder andere auch. Ich bin schon lange über den Punkt hinaus, wo ich jede Herausforderung annehmen muss. Nimm die Splitter und tritt gegen mich in der Arena an. Ist wohl Betteln gewesen, was? Aber ich rechne es dir an, dass du mir zugehört hast. Du hast gezahlt und ich stehe bei dir im Wort. Alles klar. Sobald du dich bereit fühlst, tragen wir es aus. Hau rein. Ich will einen Kampf. Den sollst du haben. Wir treffen uns im Käfig. Mrs. Hochnäsig, werde ich mal gehörig die dafür ist es Leviten lesen. Na, ich warte hier. Den Popo versohlen. Weiter wirst du es nicht schaffen. Einen Rückkampf gibt es nicht. Ja, ja, Quatsch. Nutz deine Chance. Ja. Er hat aber auch ein schönes Schwert. Ist fertig? Darf ich jetzt? Junge, Junge, Junge. Radioaktives. Jetzt reicht's mir aber. Ich muss mal kurz was trinken. Mhm.
So. Na, da ist aber jemand bewusstlos. Steht die auch wieder auf oder bleibt die liegen? Oh, ich muss schon sagen, ich habe dich unterschätzt. So eine schlagkräftige Konkurrenz hatte ich schon lange nicht mehr. Hier hast du deine Splitter zurück. Sie stehen mir nicht zu. Berichte wem auch immer von deinem Erfolg. Zwischen uns ist alles gesagt. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Gut, dann nehmen wir noch den anderen hier. Wie soll das alles nur enden? Hey, du bist doch der Typ, der auch Vollstrecker werden will. Ich lach mich schlapp, dass man so eine Pfeife wie dich in die engere Auswahl genommen hat. Kann ich mir wenigstens noch eine Fluppe anstecken, bevor ich dir die Knochen breche? Nein. Mit deiner hässlichen Fresse wirst du nie Vollstrecker. Du traust dich was. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. So, und jetzt gehe ich eine rauchen. Wir können uns später noch was aufs Maul geben. Meine Lunge braucht Stoff. Smoke. Alles klar. Ich will noch eine quarzen, also hör auf, mir am Arsch zu kleben. Die Arena kann warten. Was? Drückst du dich vor einem Kampf? Ich drück dir früh genug den Schädel ein. Aber du bist schon der Vierte diesen Monat, der seine Abreibung im Eilverfahren haben will. Und ich prügel nicht auf Bestellung, sondern dann, wenn ich Lust dazu habe. Trotzdem überlege ich mir langsam, ob ich für dich eine Ausnahme machen soll. Ja, mach doch. Sag einfach, wann ich die Beerdigung ansetzen soll. Bereit für deine Niederlage? Schleif deinen wertlosen Arsch in die Arena. Wir treffen uns dort. Ah, geht ja. So nicht. Na, ich warte hier. Ja, ja, warte du mal. Okay, Großmaul. Hol noch mal tief Luft, bevor bei dir die Lichter ausgehen. Los geht's! Ja! Oh, oh, der ist gut. Heieiei. Heieiei. Heidi Witzka, der hat eine Toten. Ah, das heißt ja nicht, dass ich gegen den nicht gewinnen kann. Oh, shit. Shit. Ich lade. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Die meisten gehen mir auf die Nerven. So. Ich warte hier. Okay, Großmaul. Los geht's. Warte. Kollege? Scheiße, was mache ich denn da? Nimm mal eine Granate. Hehe. Nicht lustig. So, und jetzt nehme ich mein Schwertchen. Und sag, top, die Wette gehen. Mich besiegt. Tja. Das ist doch nicht möglich. Doch, ist es. Ach, geh mir aus dem Weg. Sehr gut. Hier wird man dauernd angebaggert. Du gehst vor. Hätten wir das schon mal. Wegen meiner Beförderung zum Vollstrecker. Hast du deine Mitbewerber besiegt? Ich habe Smoke besiegt. Sehr gut. Wenn du jetzt auch noch Aaron besiegst, hab ich doch, Mann. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen, ich habe beide besiegt, oder? Ich habe Aaron besiegt. Das ist gut. So, jetzt da die Sache mit Aaron und Smoke aus der Welt geschafft ist, kann ich dir meine Stimme geben. Ich habe bereits alles mit William besprochen. Du bist jetzt der einzige Kandidat für diesen Posten. Herzlichen Glückwunsch.
Na toll. Das freut mich. Freut mir. Okay, das freut mir. So, das heißt, jetzt haben wir da noch Geldeintreiber. Das machen wir... Ach komm, das mache ich noch eben. Das mache ich noch eben. Weil es gerade so lustig ist. Achso, ich bräuchte mal dringend... Hier geht das nicht. Brauchen wir dringend ein Lagerfeuer. Freunde, ich brauche mal ein Lagerfeuer. Wo haben wir hier ein Lagerfeuer? Wo kann ich was zu essen machen? Hier. Nee, okay, dann nicht. Schade. Aber ich kann mich kurz hinlegen. Geht natürlich auch. So. Aber ich muss mir ja irgendwo was kochen können. Also ich meine, Feuerchen wird es ja wohl hier geben, ne? Ich wollte mal eben mein Fleisch durchbraten. Ach, guck mal. Hier in den Dingern geht das aber nicht, ne? Na, dann saufen. Ich sag dir gleich, wenn du mich bestehlen willst, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich brauche jeden Splitter, um meine Ausrüstung aufzubessern. Ah ja. Du solltest erst einmal deine offenen Rechnungen begleichen. Ich habe keine offenen Rechnungen. Ich zahle immer. Chloe hat mir was anderes erzählt. Chloe, wer? Du hast dich mit deinen Freunden auf ihre Kosten volllaufen lassen. Ach, die Geschichte. Ja, das war vielleicht ein Besäufnis. Ich kann mich kaum noch erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass wir bezahlt haben. Dafür verbürge ich mich. Dann kommt mit und wir klären das mit ihr. Ja, natürlich. Lass mich nur kurz... Was, Alter? Willst du mich verarschen? Jetzt rennt der einfach weg. Scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. What the fuck? Alter, ich hab deinen Schotter nicht. Lass mich in Ruhe. Du wirst deine Schulden bei Chloe sofort begleichen. Gar nichts werde ich. Du hast nichts, womit du mir drohen könntest. Hast du sonst noch was zu deiner Verteidigung zu sagen? Komm schon, was erwartest du von mir? Ich bin erst seit kurzem hier und brauche jedes bisschen Elixit. Du siehst aus, als hättest du genug davon. Zahl meine Schulden und du hast einen neuen Freund gefunden. Ich brauche... kommt drauf an, wie hoch deine Schulden sind. Nö, abgelehnt. Abgelehnt. Ich könnte dein Bodyguard werden oder so. Überlegst dir nochmal. Auf eine Pfeife, die wegrennt, verzichte ich. Gib mir, was ich haben will. Wie du dir sicher längst denken konntest, habe ich selber nicht mehr viel übrig. Hier, das ist der ganze Rest, den ich noch bei mir trage. Das wird Chloe nicht reichen, aber es ist eben alles, was noch da ist. Wenn du mir nicht glaubst, wirst du mich umbringen müssen. Ich muss jetzt zusehen, wie ich über die Runden komme. Das ist wirklich alles? Hey, ich bin vielleicht ein Arsch, aber kein Vollidiot. Wenn ich mehr hätte, würde ich dir mehr geben. Logisch, oder? Nein. Im Gegensatz zu Goliath kannst du in Tavar alles kriegen, was du willst. Im Gegensatz zu Goliath okay. Kannst du in Tavar alles kriegen, was du willst. Okay, dann. Na ja, gut. Können wir wohl nichts machen. Und der letzte ist da hinten. Holen wir uns auch noch eben. Keine Ahnung, ein riesiger Beutel, was auch immer das sein soll. Was in diesem riesigen Beutel denn wohl drin sein mag. An riesigen Schätzen.
Oh, hier oben gibt es schon mal Schnaps. So, wo ist hier jemand? Ich habe gehört, hier hängt jemand ab. Ist der drinne? Da ist jemand drinne und die hat sich den nicht selber geschnappt, obwohl der quasi bei ihr um die Ecke steht. Das war nicht zu fassen. Ich habe den nicht gesehen. Zieh Leine. Nee, das ist er nicht. Hä? Ach, Alter, ich war nicht der rote Punkt. Ach, ich bin ein Depp. Warte mal, wo ist der? Das war Chloe, ey. Das ist natürlich Blödsinn. Hier ist einer drin, ein Löchchen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal reingehen und nicht da drunter. So. Na, auch neu hier? Nein. Warum so wortkarg? Komm, ich spendiere dir einen. Sparen wir uns das Geplänkel. Du schuldest jemandem ein paar Splitter. Na und? Ich hab nicht vor, die Schulden zu begleichen. Es heißt doch, hier kann man machen, was man will. Das ist der Grund, warum ich den Berserkern abgeschworen habe. Tja, dann muss ich ja jetzt leider aufs Maul hauen. Jeder kann machen, was er will, wenn er die Konsequenzen verträgt. Worauf willst du hinaus? Muss ich erst einen Spaten holen, damit du es kapierst? Hör mal. Ich will wirklich keinen Ärger. Hier. Dafür habe ich aber deine Garantie, dass die Sache damit aus der Welt ist. Garantie kostet extra? Oh, das ist gut. Die Garantie kostet extra. Du hast doch schon einen Beutel voller Splitter. Der ist nicht für mich. Also? Ist ja gut. Hier. Naja, ich muss da mal. Ja, irgendwie müssen wir ja zu Potte kommen. Ne? Wir sind ja hier jetzt im Outlaws-Land. Oh Gott, ey, wie scheiße, aber egal. Für Sie tut es mir leid. Macht schon Spaß, auch mal so scheiße zu sein. Wenn schon, denn schon. Wegen meiner Ernennung zum Vollstrecker. Hier? Yeah. Yeah, das habe ich einem Typen im Vergnügungsviertel abgenommen. Nicht schlecht. Es hätte wohl nicht lange gedauert und er hätte die Splitter an ein paar Nutten verschwendet. Tja. Das habe ich von einem Kerl, der sich auf dem Marktplatz rumgetrieben hat. Bei mir Schulden machen, aber dann dick einkaufen gehen, so ein Drecksack. Mhm. Auch wenn in dem Beutel nur ein Teil dessen ist, was mich diese Wanze gekostet hat, bin ich zufrieden. Die Außenwirkung meiner Botschaft hat schließlich einen erheblichen Mehrwert. Das hier habe ich von einem Berserker, der sich in der Nähe der Arena aufgehalten hat. Es hätte sicher nicht lange gedauert, bis unsere Leute ihn gerupft hätten. Gut, dass du noch rechtzeitig zur Stelle warst. Das waren dann alle. Du bist wirklich gut. So gut, dass du etwas von mir bekommst, was unbezahlbar ist. Mein Vertrauen. Du kannst William sagen, dass, wenn es nach mir geht, du es mehr als verdient hast, Vollstrecker zu werden. Sehr schön. Freude, schöner Wetterfunk. Das wurde aber auch Zeit. Pah. Müssen wir also nur noch eins machen. Das hebe ich mir aber auf. Ich mache jetzt erstmal ein Aufnahmepäuschen. Die ist schon die ganze Zeit angedroht. Vor allem gedroht. Es interessiert überhaupt keinen, aber ich sage es einfach nur mal so. Ich drohe es mir selber die ganze Zeit an. Weil es schon spät ist, aber ich könnte die ganze Zeit weiterzocken. Das ist echt, das macht so viel Laune hier. Das ist so. Ah, ich suchte dieses Spiel momentan echt. Ich habe schon so viel im Voraus aufgenommen, das ist nicht zu fassen. Okay. Nochmal zu meiner Beförderung. Ja? Hast du die Stimmen bereits?
Hm? Red hat mir seine Stimme gegeben. Du redest von Crazy Red, richtig? Red gibt es nicht mehr. Von dem rede ich. Alles klar. Er war bereits bei mir. Scheinst dich gegen deine Mitbewerber durchgesetzt zu haben. Chloe hat nichts dagegen, wenn ich Vollstrecker werde. Gut gemacht. Aber mit dem Rest komme ich dann. So, alles klar. Dann mache ich jetzt hier nochmal eine Pause. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an die Kohle rankommen soll. 400. Jetzt haben wir die nächste Rüstung. Die kostet ja dann bestimmt 20.000 oder so. Das ist so ein, ich weiß nicht. Also, ist ja nicht zu fassen. Ich glaube, ich muss jetzt noch so ein paar Nebenmissionen hier machen. Nur ob ich die überhaupt noch machen kann, ist die Frage, jetzt wo ich ein Outlaw bin. Na gut, alles klar. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns nach dem Schnitt oder in der nächsten Folge. Wie gehabt, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.